Hallo und herzlich willkommen zur 336. Folge. Ich komme jetzt schon durcheinander. Und so viele Folgen online. Der Delfino ist immer noch bei uns. Hallo. Und in der letzten Folge haben wir die Etage 1 hinzugefügt. Die Etage 1 beinhaltet Truhen. Über Truhen, sämtliche Herkunft. Und hier wird sozusagen alles Naturalische gelagert. Daneben gleich passend dazu alle verschiedenen Lebensmittel, die es so gibt. Da kommen hier aber nicht nur Truhen hin, sondern wie hier drüben kommt da wahrscheinlich auch ein bisschen Laubwerk hin, was so gesammelt wird auf dem Haufen. Ja, ich weiß nicht, warum die Bewohner da hin und her laufen. Die spielen wahrscheinlich gerade Fang. Ja, das ist mir gestern schon aufgefallen. Die rennen immer den Zaun entlang, drehen um und rennen wieder zurück. Ja. Die rennen nicht vom Zaun weg, nur den Zaun entlang. Vielleicht kratzen sie sich auch. Und unten ist ein eiserner Kerl da im Loch daneben. Ja, das wird auch noch zugemacht später. Da kommt Ja, nämlich aber eine da, riesengroße die haben Spaß Gebäude im Schnee, während hin. wir arbeiten. Du siehst ja die Mauer am Markt, ne? Jep. Und das sind so zum Beispiel auch schon Anfänge eines Gebäudes. Ah ja, Was da mal hinkommen soll. war alles zu und an und umgeschneit. Das ist ja das Rathaus dort vorne und das ist der Rat an sich selbst. Ja. Kommt so ganz, ganz großer Tisch rein und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite des Rathauses kommt ja dann das Gericht hin, aber das ist das große Zukunftsmusik. Jo. Schön. Große Pläne noch. Ja, noch habe ich das Podest dort stehen gelassen. Ich habe das ja extra abgestützt vor dem Silvester-Spezial. Und wem das nicht gefällt, der soll es auch bitte in die Kommentare schreiben, weil da wird es dann auch wieder weggerissen. Wobei ich würde es eigentlich lassen. Also, Ja? das hat irgendwie was. Hat irgendwie was, Ich ne? dachte schon, da könnte fast schon Luftschiff anlegen oder so. Stimmt, aber das ist eben ein Rathaus immer noch, ne? Aber man könnte eben wichtigen Besuch empfangen. Richtig, wenn der Herr Bürgermeister Hundsgrab kommt, der könnte dann mit der Pegasus anreisen. Und hier anlegen. Das stimmt, ne? Der muss ja erstmal zum Grenzlufthafen, da wird er erstmal ein anderes Luftschiff bugsiert. Also muss er umsteigen. Korrekt. Habt ihr andere Luftschiffnormen hier? Genau. Verstehe. Hier sind höhere Berge und die Pegasus kann nicht so Höhenunterschiede so großartig meistern. Das ist das Problem dabei. Na gut, wir haben immer noch die erste Version der Luftschiffe quasi. Genau. Da müsste mal ein bisschen abgegradet werden in Ja, Hundsgrab. es gab seitdem ja keine neue mehr. Läuft da immer noch über Kolbendruck, ne? Der Motor. Ja. Ja, genau. Ja, richtig, jetzt gibt es ja schon neuere Motoren. Genau, wie zum Beispiel den Helikoptermotor. Den kennt der Fino zu gut. Den kenne ich, ja. Aber die erste Version, die gefällt mir sehr gut. Die Zuschauer wissen jetzt eigentlich gar nicht, was gemeint ist, aber die werden ihn noch in Aber späterer Zukunft live genau, miterleben. aber wir wissen es. Genau. Und falls der Fasgert vorbeikommt, der kennt sie auch gut. Genau. Die kleinen Zwergenohren sind fast schon explodiert dabei. Obwohl, so groß wird die Anlage gar nicht werden, wie die 80 Kolben, die ich da noch dazugefügt habe. Genau. Also nur eine kleine mit 40 oder so. Genau. So, Das schaut doch was gar sind nicht die mal Pläne für heute? so schlecht aus. Die Pläne für heute sind, ich baue Truhen. Okay. Und die Und hast du dich schon entschieden jetzt, Säulen. welche Farbe es wird? Im Endeffekt. Ach so, ja, stimmt, die Entscheidung liegt da auch noch offen. Oder willst du es überhaupt sortieren? Weil irgendwie hat es auch was mit den unterschiedlichen, dass jedes anders ausschaut. Ne? Dass quasi jedes in einer anderen Farbe ist. Aber es ist immer noch ein Gebäude, das muss man dazu sagen. Ja.
Also, wenn dann, wenn ich das mit den Weiß und den Hellgrau, das hat ja dir auch gefallen, die zwei Farben, Richtig. könnte man in das mittlere hier Hellgrau machen und das äußere wieder Weiß. Genau, das heißt außen weiß und innen wäre es dann hellgrau quasi. Korrekt. Das Problem ist, dass die Materialien sehr Beschränkt sind. schwinden, ja. So viel Weißen habe ich gar nicht mehr. Das heißt, da Es müssten sei wir. denn, es sei denn. Wir holen welchen. Ich habe gerade noch einen klugen Gedanken. Hinter dem hier Haus des Countdowns ist doch hier die Baustelle, ne, des Traundotters. Und da sind ganz viele Truhen. Und Okay. da könnte eventuell noch solcher drinnen rumoxidieren. Auch wenn Ah das ja. normal gebrannter Ton ist, den kann man ja trotzdem umfärben mit Knochenmehl etc. Was ich zufällig eingesteckt habe. Okay. Ich habe wirklich 63 Knochenmehl eingesteckt. Sehr gut, da wird sich der Sonnenschein freuen. Nö, die waren nicht. Waren die von ihm? Nö. Ich weiß gar nicht mehr, wo die herkommen, aber ich habe sie. Sehr gut. Das heißt, wir können ordentlich einfärben. Können ordentlich einfärben. Wie macht man das jetzt denn am schlechtesten? Am schlechtesten. Wenn man jetzt hier so eine Säule hochsetzt. Weil am besten, das war mein größter Fehler, den ich je gemacht habe. Eigentlich müsste das so sein. Kann man da immer noch drunter durchschlagen? Ja, kann man. Okay, das heißt, du machst quasi wieder einen ganzen Block draus. Im Endeffekt macht das gar nichts aus. Weil man braucht ja drei von diesen Blöcken, um 6 Halbstufen zu machen. Deswegen ist das 1:1. Man ärgert sich immer später, wenn man das wieder abreißt, dass man zu viele hier. Lauter halbe wieder rauskriegt. Korrekt. Im Und dann Endeffekt. passen sie ins Inventar nicht rein, weil es zu viel aus. Im Endeffekt nehme ich mir jetzt. Also das ist eine Aufgabe für Delfino. Okay. Ich gebe dir jetzt mal hier zack und zack. Kannst ja ein paar Halbstufen wegreißen, die unten dran pflanzen und den Rest wieder mit Blöcken auffüllen. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Sodass du nicht die ganzen Blöcke, die du jetzt im Inventar hast, in Halbstufen verarbeitest. Sondern? Wenn du jetzt zum Beispiel die Reihe rausnimmst, kannst du die Reihe unten wieder ranpappen. Also die halben durch Ganze jetzt ersetzen, oder wie? Wenn du die rausnimmst, ne, hast du ja 5 und die kannst du hier 1, 2, 3, 4, 5. Da spart man sich halbe Stufen. Und da setzt du in der Reihe dann wieder ganze Blöcke sozusagen. Okay. Korrekt. Aber ich glaube, der Ah, Sonnenschein will schlafen, oder? Kann das sein? Ist gut ich sehe möglich. gerade, ich habe sogar ein Bett im Inventar, also ich kann auch hier schlafen. Das ist sehr gut. Okay. So. Da passt sich das nämlich hier gut aus. So. Ja. Dann schon mal das Treppenhaus. Und gleichzeitig eben noch hier. Ah ja, da ist jetzt die Fackel weg. Die kommt dann später wieder ran. Und in der Mitte. Zack. Da kommen dann Drüsen hin. Verstehe. So. Da Hammer, Hammer, Hammer. Machen wir hier schon mal. Können wir hier vorne den Machen wir Eingangsbereich schon mal hier aus. gestalten?
Ja, das ist eine gute Idee. Eine gute, gute, gute Idee. Neue Idee. Den Eingangsbereich könnte man ja freilassen bis zur Treppe. Könnte man ein bisschen was gestalten noch. Individuen. Hab ich noch ein bisschen was von? Nee. Okay. Zack. Ich fange wieder mit meinem Zack an. Ich merk's gerade schon wieder. Ah ja. Hinten würde ich sogar ein bisschen freilassen. Zack. Wie so eine Werkfläche hier machen. Ja. So. Fangen wir mal hier an. Das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Da hat man alles, was man braucht. Man kann das auch hier so im Tisch stellen. Das würde mir sogar noch besser gefallen. Schau ich gleich mal. So. Würde funktionieren. Tun wir das hier mal auskleiden. So, das wird ausgekleidet. Ich merke gerade, bei mir dürfte Optifine nicht aktiv sein, weil bei mir connected nichts. Okay. Ich habe hier jetzt 5 einzelne Werkbänke zum Beispiel stehen, aus meiner Sicht. Connecten denn die Säulen hier bei dir auf dem Boden? Nö, das sind alles einzelne, auch einzelne Blöcke. Okay, das ist. Da ist irgendwas schief gelaufen. Weil ich habe eigentlich Optifine installiert gehabt. Vielleicht die falsche Version gerade drin. Ja, das könnte sein. Weil die Minimap ist da, die geht, aber Optifine nicht. Das ist mysteriös. Ein Fall für Captain Commander Schnauffuß. Genau. Der soll sich drum kümmern. Ein Fall für die neue Sendung auf ITV. Genau. Mysteriöses in Minecraft. Tatort Hundsgrab. Genau, Tatort Hundsgrab. Was macht dieser Block hier? Geheime Fakten hinter den Kulissen. Genau. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, es könnte aussehen. Da muss ich mir aber noch einen Block dahinter schalten, der dahin passt. Das war ein Handy. Ja, das Handy kannte unsere Aufnahmezeiten nicht. Böses Handy. Ah, oh. Die connect natürlich bei mir jetzt auch nicht. Das ist schade. Jo. Aber es wirkt trotzdem. Das freut mich. Das war auch scharf. Zack. Ah ja. Ja, hat irgendwie was. Muss was Neues sein. Genau, irgendwas Neues muss ja noch mit rein. Ja, wir haben ja ein neues Jahr, also stimmt. Kann man auch neue Designideen probieren. Nicht immer das gleiche. So. Ja. Ja. Da hinten, die Dinger müssen ja auch noch
verganzt werden. Das sind ja überall noch halbe, oder? Ja. Genau, die sollen ja auch alle noch getauscht werden. Das sind halbe. Jupp, da machen wir Ganze draus. Weil mir ist gerade aufgefallen, die Säulen, die schweben da noch. Wir haben ja genug. Wir haben genug, das stimmt. Nee, bei Holz dem. mangelt es nicht. Genau, beim Birkenholz. Und das Birkenholz verarbeiten wir jetzt erstmal zu Truhen, weil da haben wir massig davon. Das fehlt irgendwie noch so ein Truhendesign. Dass jede Truhe anders ausschaut. Nicht nur, dass jede Truhe anders ausschaut, das könnte man ja noch toppen, indem man für jede Truhe, ne, eine einzelne Textur macht. Also, du kriegst jetzt hier Eichenholzdesign, ne, und du kriegst jetzt, nee, das machen wir so nicht. Und du bekommst jetzt ja Tropenholzdesign, ne, mit den jeweiligen Gedingsen. Genau, die Dingsen. Unterste Etage passt das am besten. Natürlich haben wir jetzt hier eine riesen Werkbank drin stehen, da kann man das ganz leicht machen. Zack. Und er sagte zack. Und es geschah. Richtig. Er sagte zack und sah, dass es gut war. So in der Art. So. Genau, da kann man jetzt wieder von unten arbeiten. Kommen wir da hin. Achso. Das geht hier nicht. Da muss die Eiche noch getauscht werden. Da steht dem Eich im Weg, das stimmt. Ich meine, oben da die Säulen, da gehört da noch ein ganzer Eichenblock oben. So, das Das haben wir ist das. an der Stelle hier. Genau, die und die gegenüber. Und hier genau. So schaut das aus. Ja, es wird langsam. Du kommst da nicht hin. Das ist nicht dein Arbeitsbereich. Schaut gut aus, schaut gut aus. Hier kann man auch noch was hinsetzen. Ah, hier kann man das so machen. Pass auf. Zack, zack, mit der Endertruhe. Also ja, also und die kommt dann quasi in die Mitte. Hier machen wir das mal so. Hinten kann eigentlich schon Fenster rein, oder wird da noch was geändert an der Rückwand? Noch was geändert an der Rückwand? Nee. Dann gebe ich da schon mal Fenster rein. Springen wir schnell durch, weil ich hol mal schnell die. Alles hat einen Haken, nur die Wurst hat zwei. Die wurstigen Haken. Genau. Und es wird gleich Schlafenszeit, oder? Ja, es wird gleich Schlafenszeit. Die Sonne verschwindet gerade. Sie schwindet. Und man kann liegen. Na, schlafe ich halt mal im Lager. Zack. So. Ja, meine lieben Freunde, da sage ich mal tschüss. Und wir Genau. sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.